Arbeit, Arbeit. Ja, moin. Das hier ist eine Streamaufnahme, deswegen begrüße ich euch heute mal so. Schaut doch gerne in meinem Stream vorbei, wenn euch das gefällt. Ansonsten wünsche ich euch nur viel Spaß mit dem Video. Es gibt sehr viele Kampagnen. Ich glaube, 4 pro Add-on oder so. Oder 3. Ich glaube, 3 pro Add-on. Plus eine Bonuskampagne am Ende oder so. Genau. Das Hauptspiel und Frozen Throne. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Ich spiele im Story-Modus, weil ich halt einfach scheiße bin in RTS. Bam. Rein da. Oh Gott, das wird Nostalgie pur, sage ich euch. Wahrscheinlich muss ich mich auch noch woanders hinsetzen. Die Zeit ist abgelaufen. Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht ihm Gefahr durch Krieg. Oh no. Geil. Moment mal, haben die die Sequenzen echt nicht neu gemacht? Sieht alt aus, halt in HD nur. Er ist erstmal gestolpert. Helden aber trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns alle zu verzehren. Die brennende Legion! Sammelt die Horde und führt euer Volk seinem Schicksal entgegen. Ja, Mediv. Ja, okay, das ist das alte Intro, nur aufgehübscht. Was? Ich bin enttäuschend, aber okay. Ork sah gerade halt alt aufgehübscht aus. Aber gut. Irgendwo im Arathi-Hochland erwacht Thrall, der junge Kriegshäuptling der Ork-Horde. Ork-Horde aus einem beunruhigenden Traum. Unser Boy Thrall im Arathi-Hochland. Mensch. Was war denn das für ein Albtraum? Ich bin auf jeden Fall. Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Okay. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitmachen. Okay, ich muss woanders hin. Ich glaube, ich gehe nach rechts. Links sind die Sichter. Überdecke ich halt das hier ein bisschen, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, oder? Besser, als wenn ich die Karte überdecken würde. Okay. Alles klar. Da haben wir unseren Boy. Wunderbar. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. What the fuck?
Ja, ja. Meisterhaft. Das Orklager ist aber noch etwas weiter entfernt. Mhm. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein Schwarz. Wie ihr seht, schrumpft das schwarze Gebiet, wenn Thrall es durchquert. Ja, so ja. Könnt ihr immer Thrall. Sehen, welche Gebiete ihr schon entdeckt habt. Danke. So. Loktar, meine Krieger. Tag. Wir erwarten eure Befehle. Also weiter. Jetzt sind eure Truppen ausgewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Machen wir. Ja. Macht euch bereit. Ein so grundsätzliches. Ein Gnoll. Wenn ihr Thrall natürlich. Ja, ja. Das war nur ein Speer. Aber das Lager der Gnolle ist in der Nähe. Schickt eure Truppen mit einem. Angriff! Können Gebiet sichtbar machen. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Haut sie weg! Moment. Muss man die Effekte lauter machen, oder? So. Guten Morgen, Steve. Ich hoffe, dir geht's besser. Sehr gut. Thrall ist durch die Erfahrung, die er im Kampf gesammelt hat, eine Stufe aufgestiegen. Nur Helden können Erfahrung sammeln und damit im Lauf der Zeit unglaublich mächtig werden. Unglaublich mächtig Helden werden. Helden erhalten jedes Mal einen Heldenpunkt, wenn sie eine Stufe aufsteigen. Mit diesen Punkten können sie neue Fähigkeiten erwerben oder schon erlernte Fähigkeiten verbessern. Nice. Bei mir funktioniert der Chat nicht richtig. Dir geht's ein bisschen besser, das freut mich natürlich. Auch warum ist denn Pipo... Ich sehe Pipo Juice nicht. Ich will doch Pipo Juice sehen. What the fuck? OBS, why you do this? God damn it! Moment. Ja, ja. Geht immer noch nicht. Weiß nicht, was los ist. Kann ich nichts machen. Egal, weiter. Weiter im Text. Konntest du schlafen? Anscheinend, wenn es dir besser Wählt geht. Thrall aus und klickt unten rechts auf den Heldenfähigkeiten-Button, so. Um Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Kopfhörerräuber entdeckt. Manche Ungeheuer lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt werden. Schatztruhen enthalten mächtige magische Gegenstände, die nur von Helden wie Thrall aufgehoben werden können. Thrall? Alter. Okay, wird doch wieder ein bisschen leiser. Es ist dumm, dass die Stimmen und Soundeffekte gleich haben. Gleich, also die gleiche Option haben, you know? Sehr gut geschlafen. S bis 17 und dann nochmal die ganze Nacht. Sehr gut. Mana-Trank. In dieser Schatztruhe war ein nützlicher Mana-Trank. Im Inventar in der unteren Bildschirmmitte seht ihr, dass der Trank jetzt einen von Thralls Inventarplätzen einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Die magische Energie, die er braucht, um Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. Okay. Hallo, ich möchte hier... Okay. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, Krieger. Lasst die Dunkelheit nicht eure Sinne trüben. Jetzt sollen wir Fernsicht machen und wahrscheinlich. What? Dahin sollen wir? Okay. Alles klar. Ja, ein Oger. Würde dieses Ungeheuer nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Loktar! Haben wir auch so, Minion, weil... Jetzt mal Surround, direkt draufhauen, geil. Bam, ne? Ne, ich surrounde, ich bin Pro. Häuslerins wurden dich etwa neu angesprochen. Doch. Ich denke schon. Oh, ich kann... What the fuck? Wow, okay. Kann richtig weit rausholen, rausdingsen. Ja. Omdabu. Ein Golem. Passt auf, meine Brüder.
Diese Wesen schlafen nachts nicht. Lokregal-Nogul. Ja, Lokregal-Nogul. Ich finde es eigentlich gut, dass alles neu angesprochen wurde. Wenn es halt der gleiche Text ist und so. Ich hoffe nur, dass die, dass wir noch Ich geh dann mal und Arbeit, Arbeit hören. Thrall hat einen magischen Ring gefunden. Ringe sind sehr nützlich, da sie einen konstanten passiven Bonus gewähren, solange sie getragen werden. Aber die Intro-Sequenz war, glaube ich, die alte, nur aufgehübscht halt in HD. Das war irgendwie enttäuschend. Ja, Thrall, okay. Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Ach, Trolle sind nicht mehr bei der Horde jetzt auf einmal, okay. Die Geister sind ruhelos. Ja. Bam, Junge! Schön. Ich bin der Kriegshäuptling. Buch der Gesundheit. In dieser Schatztruhe war ein Zauberbuch, mit dem ihr Thrall dauerhaft stärken könnt. Dunkeltrolle gehören in Warcraft 3 zur Horde. Ah, okay, die Waldtrolle nicht. Okay, da gibt's Unterschiede. Ich dachte, Trolle sind Trolle, aber okay. Ja. Ich Rassist. Ja. Ondabu. Ich muss sagen, von vor Warcraft 3 habe ich recht wenig Knowledge von der Story. Ondabu. Mediv! Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Doch mit Sicherheit, Mediv. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Ich weiß vieles über euch und euer Volk, junger Kriegshäuptling. Aber wer ich bin, ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk sammelt und dieses Land sofort verlasst. Verlassen? Was hat das zu bedeuten, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft erblickt und den großen brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Kalimdor. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Goodbye, Mediv. In Warcraft 2 lernt man Uta und die Windrunner-Schwestern kennen. Aber die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. Krass, ich wusste gar nicht, dass da auch schon so quasi Charaktere waren. Sieg! Ich kann mir vorstellen, dass Warcraft 2 damals richtig nice war, aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch ziemlich gut ist. War halt einfach zu alt, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich kann nichts zu sagen. Weiter. Kapitel 2, Abschied. Viel zu schwer. Das glaube ich auch, ja. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht blicken lassen. Hoffentlich war es kein Fehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie eintreffen. Dann müssen wir dieses Lager sofort vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Jawohl, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grommash Höllschrei? Er und der Kriegshäuptling-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Höllschrei gehört. Verdammt, Grommash. Wo zum Teufel steckt ihr? Geil, Grommash ist auch schon hier am Start.
Errichtet einen Bauer, errichtet eine Kriegsfest. Der blinkende Button am oberen Bildschirmrand zeigt an, dass eure Quests aktualisiert wurden. Klickt auf Quests, wenn ihr mehr über eure Ziele erfahren möchtet. Bau, okay. Hm? Peon? Mhm. Peons können in Goldminen wie dieser hier Gold abbauen. Wählt dazu einen Peon aus und befehlt ihm mit Rechtsklick auf die Mine dort Gold zu schürfen. Ah. Wir brauchen mehr Gold. Oh. Muss was getan werden. Wenn ihr einen Peon zu bauen, natürlich. Transportiert er es automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Hier sind einige weitere Peons. Befehlt ihn in derselben Mine abzubauen, um den Goldertrag zu steigern. Okay, danke für die Free Peons, Bro. Oben rechts seht ihr, wie viel Gold ihr zurzeit habt. Wenn Peons mit Gold in euer Hauptgebäude zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Wie viel können nochmal in einer Goldmine arbeiten? Ich weiß es gar nicht. Jetzt, wo ein konstanter Goldzustrom gewährleistet ist, eine Einheit auszubilden, erfordert Zeit. Wenn ihr das Haupthaus ausgewählt habt, seht ihr in der unteren Bildschirmmitte eine Fortschrittsanzeige. Ja, okay. Habe ich schon, Minion. Danke. Bereit zur Arbeit. Was ihr wollen. Was ihr wollen. Ihr braucht zusätzliche Orgbaue, um eine größere Bevölkerung zu versorgen. 5 können rein. Okay, dann haben wir die maximale Anzahl. Um weitere Gebäude zu errichten, müsst ihr mehr Holz aus dem umliegenden Wald beschaffen. Wählt dazu einen Peon aus und befehlt ihm mit Rechtsklick auf einen Baum, dort Holz zu sammeln. Muss was getan werden? Jetzt, wo ihr euren Peon befohlen habt, Holz zu sammeln, transportiert er es automatisch zwischen dem Wald und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Klar. Hast du den Warcraft-Film gesehen, Stevo? Will ich noch einen, ja. Gut platzierte Kriegswerkstätten können die Effizienz eurer Holzarbeiter verbessern. Befehlt Was meinst du dazu? Peon, in ihrer Nähe eine Kriegswerkstatt zu bauen. Bereit zur Arbeit. Arbeit abgeschlossen. So, Kriegswerkstatt. Was? Dient als Abgabepunkt für geschlagenes Holz. Okay. Warcraft nicht kennt, war der Film jetzt, richtig der nice. Fertig ist, echt, ich der fand Peon, den. Der ihn errichtet hat, für andere Arbeiten eingesetzt werden. Um den Holzabbau zu beschleunigen, könnt ihr weitere Peons ausbilden und ihnen befehlen, im Wald Holz zu sammeln. Ich kannte Warcraft und ich fand den eigentlich okay. War nicht der beste Film ever, aber auch nicht der schlechteste, meiner Meinung nach. Storytechnisch wurde zu viel zusammengewürfelt. Okay, wie gesagt, die Story vor Warcraft 3 kannte ich halt so gut wie gar nicht, deswegen kann ich dazu halt nichts sagen. Aber es irgendwie, ich fand es eigentlich ganz charmant. Kann man mal machen. Bereit zur Arbeit. Muss aber was sonst getan werden. So, Holzminion, bam. Im Film geht's um alles vor Warcraft 3. Jo, deswegen sage ich, kann ich halt die Story dahingehend nicht beurteilen, ob die halt ein Mischmasch war oder was auch immer. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Hm, das hört sich nicht so geil an, schade. Arbeit abgeschlossen. Zwei Kriege in einem gemischt, ah. Arbeit abgeschlossen. Fünf Grundsachen. Wenn die Kaserne errichtet ist, könnt ihr damit anfangen, Grundsachen. Wir brauchen mehr Gold. Ja, ja. Kriegswerkstatt. Kriegswerkstätten enthalten zahlreiche Forschungen. Mit wir denen brauchen mehr ihr Gold. Habt gerade einen Sammelpunkt für euer Gebäude festgelegt. Ja, ja, I know. Wenn die Ausbildung einer Einheit in diesem Gebäude abgeschlossen ist, bewegt sie sich automatisch zum Sammelpunkt. Wie viel? Um einen Sammelpunkt festzulegen, wählt eins eurer Gebäude aus, das Einheiten produziert. Wo sehe ich denn, wie viele Peons da drin sind, ey? Rechtsklick auf den Boden. Muss was getan werden? Muss was getan werden? Bildet weiter Grunze aus, bis ihr die Questanforderung erfüllt habt. Den Film trotzdem nice, habt ihr den im Kino in 3D gesehen. Ah. Cool. Ich fand die Idee cool, da wo, wer war, ich weiß nicht mehr, war das Varian?
Nee, irgendwer, der König, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Und ich glaube, das war, nee, das war nicht, Thrall gab's da ja nicht. Der Hauptorg, als die in dieser Schlucht miteinander geredet haben und dann hat man aber immer das nur aus einer Perspektive gesehen und man hat den halt anderen nicht verstanden, weil die halt andere Sprachen gesprochen haben. Irgendwie die Idee fand ich, das ist mir im Kopf geblieben, das fand ich ganz nice. Muss ich sagen. Als sie das Portal geöffnet haben, sah das aus, als würde dieser Magiekram in den Kinosaal fliegen. Nice. Ich habe den halt in Anführungsstrichen nur auf dem Laptop irgendwann mal gesehen. Aber visuell war es ganz cool, fand ich, ja. Uldan der Lappen. Upgrades. Altar der Stürme. Achso, das ist. Hier kommen die Helden wieder raus, ja, okay. Da kommt Termin, meine Jungs. Mein Leben für die Horde. Mein Leben für die Horde. Ruhelos. Forschung abgeschlossen. My life for Ayur. Ah, nee, das ist falsche Franchise-Shit. Komm. Damn, dauert das aber lange, ey. Kann man, warte mal, andere. Nee, schade. Ich dachte, man kann vielleicht die alten. Die alten Soundfiles anmachen, also. Naja, egal. Die untoten Arbeiter sorgen sogar mein Leben für Ayur, wenn man die oft anklickt. Ich meine, Ner'zhul, echt? Geil. Ich bin der Kriegshäuptling. War das nicht mit den Schafen, wenn man die auch zu oft anklickt, dass sie explodieren? Das war doch Warcraft 3, ne? Gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Hey? Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grommash. Hoffentlich nicht. Aber wenn Sie Höllschrei gefangen haben, wird es Ihnen noch leid tun. Loktaoga! Kommt, Krieger! Wir müssen die Menschen zurücktreiben! Arbeitslager? Nicht toll. Hey, dann hauen wir der Allianz mal auf die Fresse, würde ich sagen. Ah, ey! Ich finde es richtig geil, dass man so weit rauszoomen kann. Konnte man im Original mit Sicherheit nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich fand auch, als ich Dota gestreamt habe, immer, ich hätte die Kamera lieber ein bisschen weiter weg. Ihr Lappen! Was wollt ihr? Erstmal schön den Kopf aufgeschlitzt. Ja. Bewegt Thrall und eure restlichen Einheiten über die Brücke und sucht Grommash. Mhm. What? Ja, ja. Das war ich gerade nicht mit der Kamera. Niemand wird überleben. Eines eurer Gebäude wurde im Kampf beschädigt. Um es zu reparieren, wählt einen Peon aus. Klickt auf den Reparieren-Button und wählt dann mit Linksklick das gewünschte Gebäude aus. Das kann ich. Was macht er jetzt? Ich habe eigentlich mit Shift gesagt, er soll zuerst das reparieren und dann das. Ich hoffe, der macht das. Ich will jetzt mal gucken, ob das so funktioniert. Aber in der Zeit können wir natürlich weitergehen. Hier sind Schafe. Okay, er macht's. Geil. Ja. Aber gern. Die Geister sind ruhelos. Ich muss jetzt nochmal machen. So, hier also greift mal alles an, ihr Lappen. Peng! Ah, herrlich.
Herrlich. Der Kriegshäuptling. What the fuck? Okay, man kann sagen, wie lang, wie viel, wie viel Leben hat so ein Tor, ey? Für die Ehre. Haut sie weg! Puff! Oh! Mein Leben für die Horde! Ich bin der Kriegshäuptling. By the way, warte mal. Mach ich mal. 5, 6. Wir brauchen mehr Aufbauer. Mehr Bauer brauchen wir, okay. Was ihr wollen? Was ihr wollen? Ich weiß, ich brauche keine Einheiten, aber ich will halt. Die Geister trainieren, das schon mal gleichzeitig zu machen. Ja. Weil ATS-Spiele sind eigentlich purer Stress für mich, negativer Stress. Nicht so wie zum Beispiel Souls-Likes, was halt auch Stress ist, aber irgendwie das positiv. Deswegen spiele ich es halt auch auf leicht. Eure Zeit ist gekommen für die Horde. So weiter. Haben wir? Ah, ein Schamane. Reinigen. Entfernt alle Stärkungseffekte. Wenn ihr gleichzeitig steuert, müsst ihr oft schnell zwischen ihnen wechseln, um ihre individuellen Zauber zu wählen. Mhm. Mit Hilfe von Untergruppen könnt ihr das tun, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Ich könnte jetzt über das Voice-Over nicht pinken, aber das an sich ist solide, ja. Einheiten in der unteren Bildschirmmitte durch kleine Porträts dargestellt. Eins dieser Einheitenporträts ist gelb umrahmt. Das ist die Untergruppe, die gerade im Fokus ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr Kettenblitz. Die Tab-Taste drückt oder mit Linksklick ein nicht hervorgehobenes Porträt auswählt. Ja, ich weiß, dass ich mit Tab durchtoggeln kann. Die Untergruppe hervorgehoben und ihre Zauber werden auf der Befehlskarte angezeigt. Die Geister sind ruhelos. Geister sind ruhelos. Für die Ehre. Und dann. Oh, die waren zu weit weg. Herausgefunden, wo sie Gormak festhalten. Aber das Gebiet ist mit befestigten Wachtürmen gesichert. Zerstört sie. Ach, und ich bin, by the way, ultra schlecht im Micro und Micro eigentlich auch nie. Also, wie ich ATS spiele, wenn ich mal ATS spiele, ist, ist immer noch ein bisschen zu, ich mach so ein Ticken leiser. Ich baue einfach ultra viele Einheiten und überrenne den Gegner und mache einfach einen A-Move. So spiele ich ATS. Ist das nicht toll? Also weiter. Vier Schicksalshammer. Ich bin der Kriegshäuptling. Wir werden angegriffen! Oh nein, ihr werdet angegriffen! Eine gewisse Menschenmission wurde gebalanced. Niemand wird überleben. Meinst du die, wo man Stratholm reinigt? Mein Leben zur Arbeit. Für die Horde. Bonk. Gromasch, ist am Anfang geht relativ es leicht. Gut. Eine Mission, die ultra schwer ist. Bruder. Mal gespannt. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut. Wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Ach, das ist ja Gromasch. Ich hab Gromasch. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Ich hab Gromasch gerade die ganze Zeit mit Garrosh verwechselt. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Gromasch ist doch der, der das Dämonenblut abgelehnt hat, ne? Wir warten nur noch auf euren Befehl. Garrosh ist sein Sohn, ja, weiß. Aber ich hab irgendwie die ganze Zeit Garrosh im Kopf gehabt. Siegelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Nämlich gerade gewundert, hä, warum hat denn Gromasch Haare? Aber weil es halt nicht, weil Garrosh keine Haare hat. Gromasch hat Haare. Wunderschönes, wallendes Haar.
Sturmreiter. Während Thrall und seine Gefährten mit ihrer Flotte aus gestohlenen Schiffen gen Kalimdor segeln, werden sie auf offener See von einem plötzlichen heftigen Sturm überrascht. Um zu verhindern, dass die Schiffe Schaden erleiden, befiehlt Thrall der Flotte, in die Bucht einer nahen einsamen Insel Schutz zu suchen. Die sind im Malstrom gerade. Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn, aber gut. Ein Glück, dass wir diese Bucht gefunden haben. Ich glaube nicht, dass unsere Schiffe dem Sturm viel länger getrotzt hätten. Kriegshäuptling, die Hälfte der Schiffe ist verschollen und die restlichen sind schwer beschädigt. Dann sollten wir besser ein Lager aufschlagen. Wir könnten eine Weile auf dieser Insel festsitzen. Kriegshäuptling, ich spüre seltsame Magie um uns herum. Okay, die Porträts von den Schamanen, die sind ja komisch. Jemand beobachtet uns. Ihr seid's wirklich. Ich habe eure Ankunft in einer Vision gesehen. Besonders euch, den Seher. Sanjin, mein alter Verstand nur ein Streich. Ich glaube, dieser Troll ist schon etwas zu lange auf der Insel. Wir sind Realalterchen. Ich heiße Thrall. Ich bin Sanjin, Mann. Anführer der Trolle. Die Insel hier hat mal nur uns gehört, aber jetzt nicht mehr. Ihr und eure Freunde passt besser auf. Die Menschen haben hier gerade erst einen Außenposten gebaut. Die das, Menschen? Das ist der Vater von Vol'jin? Ja, sie jagen uns Tag und Nacht. Ihre Patrouillen sind überall. Wird nicht lange dauern, bis sie euch auch finden. Wir sollten besser sie zuerst finden. Wir dürfen nicht riskieren, dass ihre Patrouillen den Außenposten vor uns warnen. Loktar, meine Brüder, wir rücken aus. Irgendwie... Viel Glück, mein Freund. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern, aber wir sehen uns bald wieder. Ich finde Thralls Synchronstimme irgendwie weird. Also ist nicht so... Weiter. Wie soll ich sagen? Ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll. Was zerstört den Außenposten der Menschen? Der Papa von Vol'jin. Sehr gut. So, 5. Wo ist die Kaserne? 6. Verwüster. Bauen erstmal ein paar Peons, würde ich sagen. So. Muss was getan werden. Du baust aber... Kriegswerkstatt. Aber gern. Leider ein anderer Sprecher. Ja, wahrscheinlich, aber... Ach, hier ist einer, ups. Entschuldigung. Ah ne, den haben wir, glaube ich, gerade gebaut, ne, deswegen. Das kann ich. Ich bin der Kriegshäuptling. Oh, hier ist eine Quest oder was? Moin, Minion. Was geht, Alter? Ja, hallo? Hey, Mann. Sanjin hat mir gesagt, ihr helft uns, die Menschen loszuwerden. Der Brunnen hier hat früher jeden geheilt, der daraus getrunken hat. Aber komische Gase aus dem Untergrund haben das Wasser verseucht. Mit ein paar Zutaten könnte Sanjin einen Läuterungstrank mischen. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Wir haben keine Kaserne gerade, ne? Oh. Sieht alles so gleich aus. Ah doch, da. Da haben wir eine Kaserne. So. Er sagt auch immer Nokreganugul, obwohl das im Original Nugal ausgesprochen wird. Ah, okay. Die Geister sind ruhelos. Arbeit abgeschlossen. Wie jetzt? Oh, ey! Leitet mich. Ich bin der Kriegshäuptling. Okay, wir brauchen Verteidigung anscheinend. Einstigen. Dabu. Okay. Irgendwie die Wegfindung weird, habe ich das Gefühl. Für die Ehre. Ja. Moin! Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Ups, nein. Für die Ehre. Können wir Türme bauen?
macht mal auf da. Schade. Ja. Lagnara, bereit zur Arbeit. Ondabu. Aha. Oliant der Beweglichkeit. Nehmen wir doch gerne. Mehr Baue errichten, okay. Ui, 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 ui. Moment. Muss was getan werden? Ah, Wachturm. Okay, du haust mal Wachtürme hier hin, bitte. Aber gern. Arbeit, Arbeit. Ja? Arbeit, Arbeit, da war's. Was wollte ich jetzt errichten? Baue. Ja. Das kann ich. Alles klar. Arbeit, Arbeit, was ihr wollen. Das kann ich. Alles klar. Okay. Ich bin der Kriegshäuptling. Ondabu. Ja. Die Wegfindung ist richtig komisch. Nein, oh, ich habe meinen eigenen angegriffen, upsi. Geil. Das sind ja Lappen. Okay, ich dachte, die sind stärker. Ranke der Läuterung. Rank. Achso, ah, das ist Dings. Wegfindung war auch im Original komisch. Ja. Arbeit abgeschlossen. Macht's nicht besser, dass sie jetzt auch komisch ist? Arbeit abgeschlossen. Haben wir hier noch was? Wir Schicksalshammer. Formation. Ah, okay, dann ist die Wegfindung besser, oder was? Ondabu. Für die Ehre. Ja. Mein Leben für die Horde. Ja. Leben für die Horde. Ondabu. Für die Ehre. Ausbau zur Hochburg. Okay, machen wir. Ja. Arbeit abgeschlossen. Abgeschlossen. Ihr haltet die Position. So. Okay. Das sind die Orks, die auf dem Festland die Schiffe gestohlen haben. Ruft Verstärkung. Das sind die. Wir sind auf Kultiras. Oder hier sind die Kultiras-Dudes. Okay. Damit kann ich was anfangen. Ey! Niemand wird überleben. Hm? Rolle des Schutzes. Erhöht die Rüstung aller verbündeten Einheiten für 30 Sekunden. Okay. Und Arbeit abgeschlossen. Ja. Arbeit abgeschlossen. Na, ihr Lappen. Moin Ace, ja. Grüße dich. Hast du Bock auf Nostalgie oder was? Was ihr wollen? Was ich will? Ja, ganz viel, mein Junge. Oh, Mana-Trank ist hier. Okay. Wir brauchen mehr Grunzer, by the way. Oh shit, oh shit, oh shit. Wir haben keine Meat Shields. Ja, okay, gut. Arbeit Thrall, danke, dass du einmal hier rumläufst. Ondabu. Ja. Was haben wir denn hier noch? Ondabu. Doch, klar, ist reforged. Ausbau abgeschlossen. Ja. Ondabu. Warum sollte ich das alte spielen? Für die Ehre. Ja. Beziehungsweise, es sieht doch viel zu gut aus, um reforged zu sein.
Ich nehme mal. So weiter. Mein Leben nee, warte mal. Für die Horde, was wir wollen. Kann ich das nicht? Ich bin doch. Der Kriegshäuptling. Hä? Ja. Und hä? Dabu. Weird, warum geht das nicht? Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Reforge besser aussehen, der Erinnerung. Ah, okay. Meister? Hä? Mein Leben für die Horde. Also weiter. Jetzt haben wir ein paar ja. Grundsah. Ja. Muss was getan werden? Die Geister sind ruhelos. So. Geisterhaus, oh boy. Mein Leben für die Horde. Möchte ich gerne haben. Ja. Und du baust direkt ein Bestiarium. Alles klar. Das kann ich. Nein. Arbeit, Arbeit. Nein. Mann. Ach, scheiße. Wir brauchen noch Baue, ne? Mein Leben für die Horde. Ja. Leben für die Horde. Aber gern. Forschung abgeschlossen. Arbeit, Arbeit. Okay. Oh, wo kommt ihr her? Also so, ich hatte euch eben nicht ausgewählt. Also weiter. Okay, ich kann die meine Gruppe nicht erweitern. Ah, nee. Man kann nur 12 Leute in einer Gruppe haben? Für die Ehre. Sehe ich das richtig? Die Geister sind ruhelos. Oh. Arbeit abgeschlossen. Wen soll ich töten? Arbeit abgeschlossen. Hä? Was wir wollen. Wir haben 2 Grundsam mit mehr. Nee, was komm, ein. Einer reicht. Wo soll ich denn hin? So. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Hä? Arbeit abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Bestiarium am Räuber. Ich meine, brauchen wir halt alles nicht, ne? Adepten, Ausbildung für Schamanen. Plus, auf plus 2. Okay. Alright. Ja. Ich bin der ach shit. Was? Klar, Mann. Grüße, Fremde. Diese Zutaten sind genau das Richtige. Ja. Jetzt können sich unsere Krieger selbst heilen. Hier ist was Kleines für eure Mühen. Die Schutze hier strahlen heilende Magie aus. Mm. Die könnt ihr sicher brauchen. Danke, mein Junge. Die Geister sind ruhig. Hä? Oh, jetzt haben wir irgendwie noch mehr Jungs. Okay. Habe ich jetzt so viele Gründe? Ohne Witz, was ist hier passiert? Arbeit abgeschlossen. Was soll ich tun? Wen soll ich töten? Was wir wollen. So. Das ist immer nur eine Gruppe mit 12 Leuten. Forschung abgeschlossen. Drin hat es irgendwie. Wo soll ich denn hin? Nee, ein Grunzer. Irgendwie scheiße. Ja. Seth, hello! Arbeit, Arbeit! Ich bin der so ist richtig. Und geht's dir gut? Ja. Ja. Jetzt haben wir den Menschen auf die Fresse. Thorium-Nahkampfwaffen. Oh boy, oh boy. Ja, okay, 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 okay. Bam, bam, einfach.
Haut den weg. Dir geht's gut, das freut mich. Räuber und Verwüster. Ja, ich kann aber leider nur... Für die Ehre. Eure Überheblichkeit ist unfassbar. Ihr unwissenden Rohlinge werdet nur eines erreichen. Euren eigenen Tod. Ja, ist klar, Bro. Folianter Intelligenz. Ganz ehrlich, dass eine Kontrollgruppe nur 12 Leute haben kann, könnte zum Probieren werden für mich. Proviante Intelligenz könntest du auch gebrauchen. Schlitz! Okay. Beziehungsweise jetzt, weil wir es können. Nee. Forschung abgeschlossen. Wo kann ich denn Verwüster? Egal. Eure Zeit ist gekommen. GG! Hoffe ich. Für die Horde. Bam. Ist das eigentlich schon Doomhammer? Sein Hammer? Ja, oder? Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Heute der letzte komplett freie Tag der Ferien, ah ja. Ich habe einen Geburtstag von einer Kollegin und wir wollen Magic spielen. Magie wird uns nicht länger in die Quere kommen, Landbewohner. Murlocs! Du musst ein Deck bauen noch, okay. Spielst du ein 40k-Deck? Sieg!